Hallo, ihr Lieben, jetzt sind wir schon wieder da. Wir haben ja Hallo letztes Mal zusammen. so quasi so ein Thema angeschnitten und haben gesagt, ach, da wollen wir gleich weiter in Happy Tea Time. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, ja, worüber sprechen wir heute? Wir haben ja in der Folge 13, der letzten Folge, haben wir am Schluss noch so angesprochen, dass viele von uns so einen Kuchen im Kopf haben, bezüglich verschiedenen Themen, wo man sagt, wenn ich da ein Stück für mich rausnehme, dann bleibt für die anderen weniger. Und da haben wir ja beide auch in unserer Arbeit, also erstens an uns selber, mit uns selber, aber auch mit unseren Kunden, haben wir gemerkt, dass das so ein omnipräsentes Thema ist, dass irgendwas im Hintergrund sagt, wenn du mehr davon nimmst, dann bleibt für die anderen weniger. Ja. Und da haben wir gespürt, dass das ein Thema ist, welchem wir noch etwas mehr Raum geben möchten, als einfach so nur kurz am Schluss. Ja, auf jeden Fall, das spüre ich auch. Und es ist die gleiche Vorstellung auch, ja, überhaupt uns zu erlauben. Also es ist etwas, was uns bremst, was wir gesagt bekommen haben. Es gibt nur so viel. Und dass wir das, wir lernen zu teilen, aber nicht aus der Fülle heraus, sondern aus dem Mangel. Und schon im Sandkasten ist es ja so, ja, wir sollen halt Spielzeuge teilen. Als Erwachsene machen wir das, das ist schon so sehr, sehr, sehr früh. Und wir sollen es gleich aufteilen. Und dabei brauchen wir uns ja eigentlich nicht darum zu kümmern, sondern unser Schwingung. Also wir können ja einfach beabsichtigen und alles selber kreieren, was wir möchten, was wir brauchen. Und ich finde, es hat so ein bisschen auch mit dieser Vorstellung zu tun, ob ich wirklich glücklich sein darf. Ja, ob ich dann, weil auch da, und das finde ich sehr, sehr spannend, auch da haben wir das Gefühl, wer bin denn ich jetzt glücklich zu sein, wenn andere Menschen unglücklich sind? Und auch da denken wir irgendwie, das ist ein Stück vom Kuchen. Und doch verstehen wir, ich kann nicht krank genug werden, um andere kranke Menschen zu helfen. Ich kann niemals verwirrt genug werden, um andere Menschen zu helfen, Klarheit zu bekommen. Und wieder ist es das gleiche Thema wie das letzte Mal, eben meine Schutzmaske zuerst aufzuziehen. Also dass erst wenn ich glücklich bin, kann ich anderen helfen. Und das Gleiche zum Thema Geld. Wir haben da das Gefühl, ja, das ist doch, wenn ich eben dann viel habe, haben die anderen weniger. Nee, wenn ich viel habe, kann ich die Projekte unterstützen, die ich cool finde. Kann ich geben, bin ich in einer Position, wo ich noch mehr bewirken kann. Also ja. Nein, das ist also für mich, also das Prosit. Also ich habe ja auch so das Kümmergehen, das haben ja viele so Coaches, Therapeuten, Heiler, was auch immer, haben so ein bisschen das Kümmergehen, weil wir ja spüren, wie es den anderen geht. Und dann denkt man eben, ja, ich kann dieses Loch, dieses Schmerz, den der andere hat, kann ich füllen mit etwas, das ich gebe. Und also ich, besonders bei diesem Profil von Menschen, das ich eben selber auch kenne, ist wirklich so, nicht zu glücklich sein, nicht zu viel Geld haben, nicht zu. Also kennst du das, wenn dir jemand sagt, hey, was für ein schönes T-Shirt? Und dann sagst du, ja, war im Ausverkauf. Weißt Ja. du? So. Oder auch in der Psychologie ist das sogar ein bekanntes Phänomen, dass Kinder in ihrem System sich sagen, ich darf nicht glücklicher werden als meine Eltern. Und ist das nicht unglaublich? Also das wäre ja so ein Evolutionsbreakdown. Das würde ja stagnieren, wenn niemand in irgendeinem Thema sagt, und ich weiß, es ist mehr möglich, als mir vorgelebt wurde. Ich spüre, es kann mehr Fülle sein, mehr Kreativität, mehr Nächstenliebe, was auch immer. Und dieses Bild von diesem Kuchen, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, aber das steuert uns. Weil wir sind Menschen, wir spüren ja in unserem Herzen, dass wir soziale Wesen sind. Wir spüren, dass die Idee ist, dass wir im Kleinen einander tragen und stützen. Dass tief in unserem Herzen wissen wir das alle, dass ist kein Zufall, dass nicht ein Mensch pro Planet zugeteilt wurde, sondern noch ein paar mehr. Und
jetzt haben wir dieses Bedürfnis, einander aus innerster, intrinsischer Motivation zu unterstützen, wachsen zu lassen. Und dann kommt dieser Glaubenssatz, der sagt, aber dann darfst du auch nicht zu viel wollen, weil sonst haben die anderen weniger. Spürt jeder, was dann passiert. Und ja, lass uns sonst mal das Thema Geld nehmen, weil man es hier so gut sieht, weil bis heute denke ich manchmal nochmal, aber es ist doch eine limitierte Menge an Geld da. Ja. Stimmt ja, diesen Kuchen gibt es ja. Lass uns doch da mal das Thema Geld ein bisschen anschauen, wenn du magst. Ja, voll gerne. Ich dachte, wir sind schon voll dabei. Für mich sind die so... Für mich sind die so auch verknüpft. Und ich glaube, das sehen wir auch hier. Und das ist das, was ich erlebe, also was ich selbst erlebt habe und auch jetzt bei meinen Kunden, dass das so eng zusammengehört meinem eigenen Selbstwert. Welchen Wert gebe ich mir selbst und wie viel erlaube ich mir auch an Geld anzunehmen? Und das hängt genau zusammen, wie viel Glück denke ich, dass ich es mir wert bin, wie viel von Erfüllung bin ich es mir wert, wie viel Zeit bin ich es mir wert, was bin ich es mir wert. Und ich weiß tatsächlich, für mich ein großer Wendepunkt ist, als ich wirklich angefangen habe, auch hohe Summen in mich selbst zu investieren. Und das hat für mich einfach meinen Selbstwert erhöht. Dass ich gesagt habe, ich bin es mir wert. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Also was könnte wichtiger sein als meinen Wachstum, als meinem Glück, als meine Erfüllung, weil ich dadurch so viel mehr auch geben kann und erst richtig. Dann. Richtig. Ja, es gibt ja so quasi den Füllekreislauf, den wir auch sagen, in unserer Anbindung ist ja unendlich Energie für uns vorhanden. Also es ist die Energie, die Welten erschaffen hat. Aber sie schafft es nicht. Also in unserem Konzept würde sie es dann nicht schaffen, Fülle mir zugestehen und dem anderen auch noch. Also das ist so ein Widerspruch. Also wenn diese Energie in unendlichem Maße fließt, dann will die fließen. Und sobald ein Element in den Kreislauf kommt, das sagt, aber ich bin es nicht wert, oder sicherheitshalber lasse ich es nicht weiterfließen, oder ich muss mich schützen und deshalb mache ich eine Mauer, ist das ganze Spiel schon eher ein Mangelkreislauf als ein Füllekreislauf. Und wenn wir das wirklich verstehen, diese Fülle kommt immer, also es ist immer da, schließen wir uns an oder nicht, ist die Frage. Und eigentlich das größte Geschenk, was wir dem ganzen Spiel, allen Spielteilnehmern machen können, ist eben diese Fülle fließen zu lassen. Und das kann dann auch heißen, ich lasse es fließen, indem ich für mich investiere. Also entweder Geld oder dass ich mich mal aus der Familie rausnehme, mir Zeit gebe. Und beim Geld finde ich es noch so spannend, was mir auch so geholfen hat. Viele von uns dürfen zuerst auch lernen, Frieden zu schließen mit dem Geld. Weil für viele von uns ist Geld so etwas Negatives. Also, dass wir einfach von klein auf irgendwie entweder mitbekommen haben, Geld ist ein großes Thema und man muss gut rechnen, sonst könnte man Hunger leiden oder kann nicht mehr einkaufen gehen oder man muss es schon auf ein Sparkonto tun oder Geld verdirbt die Freundschaft oder wenn man zu viel Geld will, ist man gierig und da geht man über Leichen. Und all diese Sätze haben in unserer Generation, ich würde sagen fast alle, irgendwo mitbekommen. Stimmt nicht, die ganz Reichen nicht. Und ich habe mal eine Statistik gesehen, da hat man Fragen zu Geld gestellt, reichen Leuten und armen Leuten, was sie so zum Thema Geld halten. Also glaubst du, wenn man mehr Geld hat, hat man auch mehr Angst, es zu verlieren? Glaubst du eben, dass reiche Leute gehen über Leichen, deshalb wurden sie so reich? All diese Fragen, und dann hat man schon gesehen, der Glaube und der entsprechende Kontostand, das passte schon. Also das war so erstaunlich und das war nicht irgendwie 50 oder 51, 49, sondern wirklich so 20%, nein, das ist nicht möglich, 80%, doch, natürlich, es ist so. Also es geschieht, je nach deinem Glauben ist auch beim Geld. Und wenn wir das Geld noch so verteufeln, ist wie ein Freund, über den man immer motzen, über den wir immer motzen und der kommt dann natürlich nicht gerne zu uns, weil die Resonanz auf Abwehr ist.
Ja, die kosmischen Gesetze gelten auch da. Und auch, das, ich glaube, das wird in spirituellen Seelen auch gesagt, Geld ist Energie. Geld ja. ist nur Energie, sagt man dann auch. Alles ist Energie. Und alles wird geordnet durch dieses übergreifende kosmische Gesetz. Eben, und das ist ja das Gesetz der Anziehung. Damit arbeiten wir ja beide. Also das ist ja das, was wir lehren, so wirklich so ein Grundstein in dem Coaching. Und wenn wir das begriffen haben, und für mich persönlich war das mit dem Geld, das war so das Letzte. Ja? Weil oft ist es so, wenn wir lernen über das Gesetz der Anziehung, wir verstehen es, ja, okay, ich merke ja schon, ja, bei meinem Kind zum Beispiel, der spiegelt schon die Laune, die ich habe, oder wenn ich ein Haustier habe oder so, dann merken wir das schon. Ja. Und in gewissen anderen Bereichen, vielleicht im Job kann ich es abkaufen, aber Geld? Krass. Ja, und für mich war das so der letzte Punkt. Und da habe ich einfach nicht hingeschaut, was ich denn da eigentlich denke. Mhm. Und gerade da ist es so dieses, ja, das hat auch bei vielen so ein bisschen was Ehrenhaftes, nicht ja. Geld zu haben. Und auch für mich, so ursprünglich in mich, ist dieses Thema Freiheit so wichtig. Mhm. Ja. Und frei sein. Und ich habe tatsächlich geglaubt, dass das nicht ganz zusammengeht. Ja? Dass ich kann entweder mehr Freiheit haben oder mehr Geld. Ja, ja, ja. Und wenn ich mehr Geld haben will, dann bin ich eben nicht frei. Dann mache ich vielleicht dann ein, dass es so dieses Schmerzensgeld bekomme, dass ich dann eine Arbeit machen müsste, die mir keinen Spaß macht. Und das habe ich ja sehr bald gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich aber meinen Geldfluss begrenzt, indem dass ich so gedacht habe, hey, guck mal, also ich bin frei, ich muss nicht zu dieser Arbeit gehen, aber ja. dafür darf ich halt dann sparsamer leben. Ja? Genau. Und das ist cool, wir können alles haben. Das ist wirklich meine Botschaft, du kannst alles haben. Ja, und das ist so ein cooles Beispiel, weil man denkt ja, ich bin unabhängig vom Geld, wenn ich eben so mit diesem armen Leben, mit diesem Leben in Bescheidenheit, ich kann glücklich sein ohne Geld und sag mal, ich bin unabhängig vom Geld, aber es ist nicht unabhängig, sondern es gibt da eine Richtung, ne? Ja. Eigentlich müsste ich, also was unsere Wahrheit ist, ich bin glücklich, wenn ich kein Geld habe, werde ich nicht glücklicher, wenn ich Geld habe, sondern es verstärkt einfach meine Möglichkeiten. Bin ich unglücklich ohne Geld? Es ist wie ein Lupe, da bin ich auch unglücklich mit Geld, weil es sind ja andere Themen. Und dass wir das so lustig verknüpfen, das dürfen wir jetzt wirklich immer mehr und immer mehr erkennen, dass das nicht logisch ist. Hm. Es ist wirklich, und natürlich wurde es auch in verschiedenen Religionen oder Systemen vorgegeben. Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt. Ne? So, für den nächsten Bewusstseinsschritt musst du alles Materielle loslassen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und es kann sein, dass ein Teil dieser Unabhängigkeitsübung ist vielleicht tatsächlich. Wie würde ich leben? Wie geht es mir ohne Geld oder ohne Beziehung? Oder das kann ja ein interessanter Forschungsmoment sein. Aber das heißt nicht, dass das eine Bedingung ist, um glücklich zu sein oder um erfüllt zu sein oder um erleuchtet zu sein. Oder das ist alles andere als unabhängig. Das heißt nämlich, ich darf nicht reich sein, sonst komme ich nicht ins Himmelreich. Das ist nicht unabhängig, das ist total abhängig. Ja, und ins Himmelreich kommen wir eh, sind wir eh alle schon. Ja. Das ist so cool, also aus heute Sicht ist das so cool, so klar zu spüren, ich existiere jetzt schon im nicht-physischen Bereich und ja, wenn ich jetzt alle Materielles aufgebe, das tun wir eh. Das tun wir eh, wenn wir dann uns so den Fokus aus dem Körper zurückziehen. Das sind wir einfach pure Liebe, pure Energie. Und seitdem ich das so wirklich verankert habe, ist bei mir, ich bin doch hier, um zu spielen. Ich bin richtig. Genau hier in der materiellen Welt, um mit diese Materielle, um mich hier zu erleben, um das zu erforschen. Und da ist jetzt einfach so, jetzigen Welt, natürlich ist es nicht so, dass ich Geld haben muss. Es ist nicht, ich weiß, dass ich ohne Geld auch glücklich sein kann, klarkomme, genauso wie bei allem anderen. Es ist nicht, und doch ist es einfach eine Folge, weil in der heutigen Welt brauchen wir das und es schenkt mir noch mehr Möglichkeiten. Zum Spielen.
Und wenn wir nicht darauf kommen, also dieses, und das war das, was für mich den Geldfluss gebremst hat, ich einfach denke, ich brauche es nicht. Ja, ich habe auch nicht danach gefragt. Ja. Mir ist nicht in den Sinn gekommen, danach zu fragen. Ja. Ich habe schon tief in mir lange diesen Glaubenssatz gehabt und der ist toll. Also wenn jemand den übernehmen möchte, sehr gerne. Das heißt einfach, für mich ist gesorgt. Mhm. Und den hatte, das ist so ein Grundvertrauen zu wissen. Und da war immer genug da. Wenn ich was wirklich wollte, dann war einfach genug da. Aber gerade so genug. Mhm. Gerade genug für das. Und dann war so, also nicht, nicht Überfluss. Ja? Mhm. Und danach hatte ich nie gefragt. Ja. Und dann zu merken, hey, ich kann einfach fragen, ich kann mir noch mehr erlauben, ich brauche mir einfach nur zu öffnen. Ja. Und das ist cool, wie mit allem anderen auch. Ja. Ja, ja, und das schöne Bild finde ich ja auch, wenn jetzt ja das Geld neutral ist als Energie. Also es ist wie ein Hammer, ne? Man kann ein Haus damit bauen, man kann aber auch ein Haus damit zerstören. Mhm. Und wenn wir sagen, das Geld fühlt sich an wie ein Lupeneffekt. Also das, was eh schon in mir ist, wird noch verstärkt, weil ich einfach mehr Spielmaterial quasi habe, um das, was mir wichtig ist, was mir und meinen Werten entspricht, noch mehr zu energetisieren, sprich da Geld hinein zu investieren. Dann macht es doch durchaus Sinn, dass möglichst viele Menschen, also fände ich es schön, wenn möglichst viele Menschen mit diesem schönen Spieltrieb, mit diesem wachstumsfördernden Spieltrieb mehr Geld bekommen. Und das sind halt auch oft Menschen, die sich auch für Spiritualität interessieren, für, also schlussendlich ist egal was, aber dass die diesen konstruktiven Antrieb haben, zu gestalten, zu kreieren, zu co-kreieren, wachstumsfördernd zu agieren. Hey, nehmt noch mehr Geld! Wie blöd sind wir denn, dass wir genau diese Population sagen, ich brauche es nicht, weil ich bin schon glücklich, weil das Spiel im Großen macht dann halt einfach noch mehr Spaß, weil wir noch mehr verstärken können, für was wir stehen. Ja. In dieser Erfahrung hier inkarniert, fokussiert in diesem Körper, weil das ist so toll, wie du es sagst. Das war mir gar nicht bewusst, aber stimmt. Nachher ist ja eh wieder alles, also wir werden ja eh glücklich mit und ohne Geld. Aber wenn wir schon hier in dieser Materie sind, dann wie fest macht es dann Sinn, mit der Materie wirklich auszuprobieren? Ja. Also da muss man nicht ein Leben lang üben, wie kann ich ohne Materie leben? Weil das haben das wir wissen vorher. Wir. Haben wir vorher, jetzt, nachher, immer. Ja, ja. Ja, aber man kann das vergessen, oder? Und, ja. Und aus Heimweh quasi, aus diesem schönen Gefühl heraus, wie es sich anfühlt, in diesem Zustand, wo das eben unabhängig von Materie ist, arbeiten wir unser ganzes materielles Leben darauf hin, Materie nicht zu gebrauchen. Also auch Körper, oder? Weißt du, das ist ja unabhängig vom Körper. Ja. Das ist nicht nur Geld. Ach, wie witzig. Das ist mega witzig, wenn man so drauf kommt, ja, auch oder irgendwie den Körper zu transzendieren, ja. Das machen wir, das kommt automatisch, egal was du hier anfängst, du kannst es nicht vermasseln. Du wirst schon transzendieren. Du wirst deinen Körper zurücklassen und du wirst in eine andere. Ja, und schade ist es dann, stundenlang nur auf dem Meditationskissen zu sitzen, um den Körper zu transzendieren, wenn es da am Schluss als Paket geliefert wird, ne, beim Checkout. Oh, wobei, ja, ich meine, das ist ja nichts Falsches dran, ja, auch, weil ich habe ja auch außerkörperliche Erfahrungen gemacht und teilweise auch so vom längeren Meditieren, also es ist cool, wenn wir das wissen und dann macht es noch mehr Spaß, hier zu sein in dem Körper, einfach zu wissen, aha, okay, ja, ich erinnere mich daran, ich bin so viel mehr und, aber jetzt bin ich hier, um zu spielen, also jetzt. Den Teil von mir, der jetzt hier ist, der ist hier, um zu erforschen, um zu spielen. Ich meine, es ist keinesfalls dagegen, solange es die größte Freude ist und sich bespielt, genau. Und forschen anführt. Ja. Aber sobald man denkt, es ist der Weg, der einzige, ja, Weg dorthin, dann ist ja eben das Spielen, das man verpasst. Mhm. Also die männliche Energie, die wir noch spüren in uns und so, ist ja schon so über Disziplin und dranbleiben und machen und da musst du halt ohne Fleiß keinen Preis, also so die Tour-Energie, wie wir sie manchmal noch so interpretieren in uns, die männliche Energie, führt schon zu komischen Sachen, wie wir dann unseren Alltag leben, ob wir verkrampft affirmieren, verkrampft visionieren, verkrampft meditieren ist ja schon ein Widerspruch in sich, ne? Also einfach genau, so meinte ich jetzt nicht, dass wir denken... Ja, nee, ich weiß schon, genau. Ja. Wenn es die größte Freude ist, dann,
dann ja, lasst uns auch damit spielen. Ja, und so beim Geldkuchen. Da denkt man ja, aber es gibt ja eine gewisse Summe an Geld auf der Welt. Also da ist ja bewiesen, dass wenn ich mehr habe, hast du weniger. Ist das bewiesen? Im Kopf. Ja, genau. Weil es gibt ja, also du kannst ja alle Konten von der ganzen Welt, von allen Menschen, allen Firmen, allen Staaten zusammenzählen, da hast du eine Summe. Und das ist natürlich, stimmt überhaupt nicht. Nee. Das stimmt überhaupt nicht. Also das wird ja auch künstlich nachgeschoben, das Geld. Das sind ja nur, auch das sind nur Zahlen, durch die etwas repräsentiert wird, was total fließend ist. Ja, und diese Summe ist ja nicht die gleiche, ne? Die verändert, das kann ja jeder abkommen. Das verändert sich ja Jahr von Jahr. Es wird ja mehr. Und das Absolut. Geld ist dann auf einmal unterschiedlich wert auch, ne? Was bestimmt das? Absolut. Das ist ja nichts Festes, sondern das ist ja irgendwie unter dieser Börsen und so. Ne? Das hat ja alles nur mit Schätzung, mit einfach nicht Genau. sichtbare Realität zu tun. Also Genau. Und unser Energie, Gehirn alles gaukelt uns Energie. vor, unser Gehirn gaukelt uns eben vor, es sind ja Zahlen. Also ich habe ja meinen Kontostand und der ist ja da und wenn ich da jemandem gebe, dann ist da weniger. Aber das größere Bild, das du jetzt benennst, ist eben, nein, natürlich, auch das ist ein absolut dynamisches System. Also auch wenn man dann sagt, jetzt hat die Weltbank wieder Geld freigegeben und so weiter, wir spielen das so wichtig aus, aber eigentlich ist es einfach fließende Energie, die alles andere als ein fester Kuchen ist. Und die Verlinkung, wie viel Geld und was kriegst du da als Gegenwert, ist ja noch einmal dynamisch. Also auch da dürfen wir weich werden und einfach mal den Gedanken zulassen. Hey, die Fülle ist unendlich vorhanden. Nur schon mal den Gedanken zulassen, dass wir diese Limitierung, es gibt nur limitiert Geld, dass wir das aufweichen, diese Grenze. Und dann spüren wir dann schon, wie wir weitergeführt werden im Gedankengut. Aber ich weiß wirklich, dass bei ganz vielen ist das der Haken, weshalb sie nicht mehr Offenheit haben, einfach auch in das Spiel des Geldes einzusteigen. Ja, das hast du es angesprochen. Ich wollte sagen, das war so. Das war ein großer Wendepunkt für mich, als ich das geschnallt habe. Ja, auch mit Geld darf man spielen. Das habe ich so oft gehört und tatsächlich sogar mein Sohn, ich habe weitergegeben. Ich sage so, Oh. nein. Und das ist Ja. Geld. Also da, weil er hat sich sehr von Anfang an sehr für Geld interessiert und wollte das gerne zählen und stapeln und wissen und was ist so. Und es war für mich so wichtig, so, ja, aber das ist, ne, also. Sonst habe ich in meinem Leben gespielt und zwar Leichtigkeit bei allem, außer bei Geld. Weil mit Geld Ja. spielt man nicht. Mit Geld geht man verantwortungsvoll um. Ja. Und das ist eine ernste Sache. Ja, weil es wächst ja nicht auf den Bäumen. Und ich habe mir das hart erarbeitet, also gehe verantwortungsvoll damit um. Ich glaube, wir könnten eine Stunde lang Glaubenssätze zum Thema Geld benennen, die eng sind. Das ist so. Und ich glaube, der Schlüssel liegt auch darin, also wenn wir das schaffen, weil bei dir ist ja die Freiheit eine der wichtigsten Werte auch in deiner Arbeit, da spürst du immer noch mehr Freiheit von Tier, von Mensch, von Kind, von allem. Wahre Freiheit. Und ich glaube, deshalb ist der Schmerz von Geld auch so groß und deshalb haben wir da wieder mal sicherheitshalber Angst. Das waren wir schon mal. Weil so viele Menschen, wenn du ihnen die Frage stellst, wenn du wüsstest, dass Geld unendlich für dich vorhanden ist, was würdest du dann machen? Dann merkst du, wie sie machen, oh, ah ja, dann würde ich mir mein Seminarzentrum bauen. Ja, dann würde ich auf Weltreise gehen. Ja, dann würde ich eine Klinik aufmachen, wo bababa geholfen wird. Dann wird es weich. Also dieses Freiheitsgefühl kennen wir und wir halten da ganz viel für möglich, aber es ist noch so fest verlinkt mit einem Thema, in diesem Fall Geld, wo wir noch so enge Gedanken haben. Und das schmerzt dann auch. Und wenn wir das schaffen, Ja, wir begrenzen uns, weil wir erlauben uns nicht, das zu wollen, was wir wirklich wollen, weil wir glauben, dafür bräuchte ich Geld. Und weil ich nicht glaube, dass ich das bekommen kann, schraube ich meinen Traum runter oder gebe meinen Traum auf. Und ich habe jetzt auch, also aus meinem Coaching, ich müsste mal denen das selber auch erzählen lassen, weil es gibt so viele Beispiele, wo der Traum wahr geworden ist ohne Geld. Voilà.
Das heißt, Geld ist in diesem Fall, das ist ein Mittel zum Zweck. Und weil ich in meinem Kopf denke, ich bräuchte das, ich kann nicht sehen, wie ich das bekommen kann, das heißt, ich gebe den Traum auf. Wenn wir allerdings uns erlauben, eben dieser Freiheitsgefühl, weil für mich ist Geld auch, also auf der Frequenz von Freiheit, das ist das, was wir oft verknüpfen, wenn wir spüren, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Geld, da fühle ich mich unfrei. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du unbegrenzt Geld hättest? Und da ist oft eben dieses Macht, also Kraft und Freiheit. Ja. Und wenn ich das fühle und so auch meine Wünsche, dann kommen die. Und wenn es Geld ist, was du brauchst, dann kommt das Geld. Ja. Wenn es Menschen sind, die mit dir kooperieren, dann kommen die. Richtig. Und also auch das Geld ist genauso eine kooperative Komponente zu deinen Wünschen wie alles andere auch. Genau. Zum Beispiel, wenn ich, also nur so ein kurzes Beispiel, wenn ich mir ein Haus wünsche, ja, und ich habe alles Geld der Welt, aber ich finde meinem Traumhaus nicht, dann bringt mir das nichts. Richtig. Mhm. Ich muss es, um das kaufen zu können, und dafür braucht es, da verstehen wir auch mit dem Kopf, okay, da braucht es andere kooperative Komponenten, dass ich überhaupt das finde, was ich überhaupt kaufen möchte. Also nur das Geld bringt mir das nicht. Sondern Geld ist einfach eine Energie, ein Mittel zum Zweck, was fließen darf. Und wenn wir da keine begrenzenden Glaubenssätze mehr haben, dann können wir einfach das zulassen. Absolut. Ich habe da so ein cooles Beispiel von mir und meinem Mann. Wir waren ja beide früher Manager, also in der Corporate-Welt, und hatten da natürlich einen fixen, großen Lohn. Und da habe ich ihn mal so gefragt, was machen wir eigentlich noch so mit dem Geld? Also was wäre dann da noch so ein Traum, den du hast? Und er hat immer, wenn wir an den See gingen, waren da immer so diese Anschlagbretter von Booten. Und jedes Mal ist er daran vorbeispaziert und denkt, ja, so ein Boot wäre cool. Er war im Wasserskiclub, er liebte das. Und das war so für ihn, also die nächste Stufe an Geld würde ich in ein Boot investieren. Wirklich jedes Mal ist er dahin gelaufen, über die Jahre. Und wir haben immer gesagt, ja, aber weißt du, dann bist du da, plötzlich fühlst du dich verpflichtet, weil du dieses Boot hast, musst dann jedes Wochenende draufgehen, und dann erlaubst du dir gar nicht mehr zu spüren, wo du eigentlich sonst hingehen möchtest, weil du musst es ja amortisieren. Und dann hast du die Unterhaltskosten, und dann brauchst du den Bootsplatz, und das ist dann schon sehr viel Geld für die Freude, die es dann wirklich bringt. Und wir waren aber völlig verspielt. Also dieses Thema war jetzt nicht so ein Thema, das kennst ja du auch, also kenne ich zum Beispiel von dir, wenn man so unverkrampft, verspielt an ein Thema denkt, dann passieren einfach die Wunder noch schneller, als wenn man noch so Angst hat, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Und dieses Bootsthema blieb immer. Jetzt haben wir ein Boot, das wir frei zur Verfügung haben. Wir zahlen nur den Unterhalt und sonst nichts, weil mein Mann seiner Freude gefolgt ist, in den örtlichen Fußballclub gegangen ist. Er ist ja von Zürich hierher gezogen, da einen Piloten kennengelernt hat, sich mit dem gut verstanden hat. Der hat ein Boot, einfach weil er einen Bootsplatz haben möchte, den er nicht verlieren möchte. In der Schweiz verlierst du ihn, wenn du kein Boot drauf hast. Er selber segelt lieber, hat aber ein Motorboot auf diesem Platz. Ist als Pilot ständig unterwegs und findet es super, dass da eine Familie mit zwei Kindern sein Boot benutzt. Also wir haben das Boot, das ist genauso ein Beispiel, ohne dass wir diese große Summe monatlich aufwenden müssen, ist ein Win-Win-Win-Win-Win. Und in unserem Kopf denken wir, Geld, entweder erarbeitet man sich hart, man erbt es, oder man hat ein Lottogewinn. Und viel mehr kommt uns nicht in den Sinn. Und es muss ja, wie du sagst, muss ja schon mal nicht das Geld sein, um diese Wünsche zu erfüllen. Es kann über andere Kooperationsmöglichkeiten kommen. Und wenn es Geld ist, kennt das Universum 100 Millionen Qui-Qua-Qu-Wege, wie es zu uns kommen könnte, und nicht nur diese drei. Ja, die Summe von allem, glaube ich, es gibt deine Träume niemals auf. Ja. Egal, was du denkst über Geld. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte alle meine Glaubenssätze was über Geld eben mal anschauen und über Bord werfen, dann können wir jetzt schon verraten, was wir spüren, was unser nächstes gemeinsames Projekt, Sonja und ich, wird Happy with Money sein, wo genau das Thema ist. All das an, weil das können wir hier, glaube ich, in einer Stunde nicht alles abklappern, was es da an Glaubenssätzen gibt, was uns da zurückhält. Und das möchten wir einfach, oh, ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, also ich freue mich so, einfach eben dieses Frieden, Frieden mit Geld, Frieden mit sich selbst, seinen eigenen Wert und erlauben, groß zu träumen. Genau. Ja, schließe Friede mit dem Geldthema, dann wird so viel mehr auch hier möglich, genau.
Ja, du Liebe. Oh, so, so schön. Das könnten wir noch ewig weitermachen. Ja. 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 Lasst uns in Fülle den Tag genießen. Auf und jeden auch Fall. Mit ein bisschen Humor schon mal unsere Glaubenssätze da entlarven. Und ja, wir werden uns melden. Zeitnah wird das Programm stehen. Happy with Money. Wenn du spürst, dass du da mitspielen willst, dann melde dich bei uns. Auch mit Geld kann man glücklich sein. Krass! Hey, sogar mit Geld kann man glücklich sein. Das hat der Name Happy with Money, ne? Happy ohne Money können wir. Ja. Genau. Ihr Lieben, so schön, dass du wieder dabei warst. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.